auf die Plätze fertig, Schluss. Hier haben wir jetzt die Kerstin. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Und Kerstin hat einen Podcast, der hat einen geilen Titel, der da lautet... Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Der hat auch nicht nur einen geilen Titel, der hat auch geile Inhalte. Ja, das war jetzt nur die sanfte Einleitung. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin, damals habe ich dich kennengelernt bei Feminess in echt. Das erste Mal habe ich dich gesehen. Ja, und da saßen wir beide so annähernd in der ersten Reihe oder so. Also natürlich, so ich bin erste Reihe-Sitzer immer. Frontsäule, ne? Genau. Ja. Da sieht man ja dann schon so ein bisschen, ne? Denkt man schon so, ah ja, alles klar. Habe ich auch gedacht. Die spricht meine Sprache. Ja, ja doch, Klartext, ne? Ja. Steht auch in meinem Profil. Du bist für mich eine, die immer so irgendwie mindestens ein Jahrzehnt voraus ist. Okay. Ja, doch so. Ja. Sehr, aber ich habe auch ein bisschen in deiner Geschichte geforscht. Das ist ja auch kein Wunder. Also so Sachen passieren ja manchmal von alleine und manchmal ist es einfach so, dass man da reinwächst. Ne? Mhm. dabei habe ich festgestellt, du bist auch was in zweiter Generation. Wenn du auf das Unternehmertum zum Beispiel anspielst, ja, muss ich sagen, es ist im Prinzip die dritte Generation. Die zweite hat es übersprungen. Das ist ganz spannend bei uns. Also, okay. Ich bin selber Unternehmerin, meine Eltern beide nicht, aber meine Großeltern. Und da hat es eine Generation übersprungen. Vielleicht hat sich auch das so dazwischen gestaut und gesammelt und ich habe es dann volle Wucht abbekommen. Ja, ja toll. Also meine Großeltern. Genau, und du bist Bi. Also für mich hast du irgendwie mindestens zwei Standbeine. Das ist lustig, wie sich das alle so wiederholt. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die ich jetzt interviewe, die sind alle irgendwie verwandt oder so. Du hast auch zwei Geschäftszweige, sage ich jetzt mal. Genau, genau. Und zwar eins, das ist mit meinem zweiten so verwandt, so coachig. Mhm. und eins ist unternehmerisch. Unternehmerisch, genau. Selbstständig und unternehmerisch. Beides ja. All in one. Und das auch schon ganz schön lange. Ja, also Unternehmerin bin ich im Prinzip seit 21 Jahren. Ich behaupte schon viel, viel eher, aber so offiziell, ne? Also ich unternehme etwas, das steckt da ja einfach drin. Das habe ich, denke ich, wirklich im Blut. Das habe ich schon im Kindergarten praktiziert, sozusagen. Und ja, als Coach bin ich zumindest so ganz offiziell mit eigenem Business auch schon mittlerweile 5 Jahre unterwegs. Also ich habe das schon vorher gemacht, aber halt nicht so im eigenen Business. Aber ja, ich denke auch in der Branche ist jetzt nicht so die Riesenzeit, aber auch das habe ich schon zu Schulzeiten angefangen. Und wie bist du auf den Coach gekommen? Wie bist du in diese Richtung gekommen? Das ist passiert, sage ich immer. ich habe mich schon immer für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert, schon immer. Also auch wirklich schon zu Schulzeiten. Hatte das Glück, während der Ausbildung ich will gar nicht sagen konfrontiert zu werden. Das hört sich so ein bisschen negativ an. Aber ich hatte wirklich das große Glück, in meiner Ausbildung schon solche Themen wie NLP, Kommunikation und all sowas nicht nur kennenzulernen, sondern auch darauf trainiert zu werden. Und das fand ich total spannend damals. Obwohl ich nicht wirklich, in Anführungsstrichen, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, mit einer internen Ausbildung, die dann dieses Coaching und sowas oder Kommunikation und all sowas mit beinhaltet hatte. Das ist eher auch passiert, das habe ich gemacht, weil ich dachte, meine Eltern finden das gut, ne? So viel zum Thema, wo kommt es denn her? Meine Eltern sind beide in dem kaufmännischen Bereich tätig gewesen. Für mich war völlig klar, als 19-Jähriges mache ich auch, ne? Hast was in der Hand, ist was Vernünftiges. Und ich muss im Nachhinein auch sagen, das ist auch gut so. Das, was ich damals in meiner Ausbildung gelernt habe, hilft mir natürlich bis heute sowohl im Coaching als auch im Unternehmertum, einfach kaufmännisches Wissen zu haben.
Im Rückgang hätte ich natürlich, wenn ich so in mich gehört hätte, wenn ich das Wissen von heute gehabt hätte, hätte Fahrradkette, hätte ich, denke ich, schon viel eher den Weg eingeschlagen ins Unternehmertum oder auch ins Coaching. Aber in diesem Rahmen habe ich also das immer verfolgt, oder es hat mich verfolgt, sage ich auch immer. Es ist so, ne, Dinge, wenn man sie nicht erhört, werden sie ja immer lauter, ne? Das kennen wir alle. So bis, kommt immer wieder hoch. Es kommt immer wieder hoch, bis es irgendwann, ja, also ich auch irgendwann zum Universum gesagt habe, okay, ja, ich habe es geschnallt. Ich gucke jetzt weiterhin. Und bin dann, als wir das Unternehmen gegründet haben, haben mein Mann und ich immer mehr, weil wir es einfach auch lieben, uns weitergebildet in diesen Themen. Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Führung ganz viel. Also Führung ist für mich ein Thema, was ich sehr, sehr liebe. Führungsthemen gemacht. Und ja, irgendwo poppte dann das Thema Coaching natürlich immer wieder hoch. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, irgendwie, ne, das soll was sein. Und bin dann in diese Ausbildung gegangen. Mein Mann auch. Mein Mann hat die gleiche Ausbildung wie ich. Er ist natürlich dann er ist halt nicht in die Coaching-Schiene abgerutscht. Aber ich hatte einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ja, abgerutscht. Du weißt, wie ich es meine. Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen, also für mich hat es einen leichten Suchtfaktor auch. Ich liebe das einfach, was ich tue. Es ist für mich Leidenschaft. Weißt du, was ich meine? Es berührt mich einfach. Und ich sage auch immer, ich habe das letzte Woche wieder gesagt, ich würde das tun, ohne Geld dafür zu bekommen. Wenn ich nicht, und da ist der Haken, oder andersrum, wenn ich bei meinem, wenn ich beim Einkaufen mit meinem guten Namen zahlen könnte, dann würde ich bis heute kein Geld dafür nehmen, weil es mich einfach so glücklich macht. Nun muss ich aber, Backsteine funktionieren auch nicht, mein guter Name auch nicht. Ich muss ganz schnöde, wie wir alle, in Euronen zahlen. Deswegen muss ich natürlich heutzutage ein Honorar nehmen, aber ich liebe es einfach. Und genau, jetzt verliere ich gerade einen Faden, bin halt dieser Spur gefolgt, habe mich da immer weitergebildet und ich hatte einen Moment, da wusste ich einfach, das ist mein Weg. Und jetzt kriege ich gerade wieder eine Gänsehaut. Ich wusste, das ist mein Weg. Und in dem Moment wusste ich, ich habe nicht gedacht, ich will Coach werden, aber ich habe gedacht, das ist mein Weg, das ist meine Berufung. Ich möchte Menschen unterstützen, genau das zu tun, was sie lieben. Genau, weil es so ein Moment war, wo mir klar wurde, ich darf das tun. Ich darf tun, was ich liebe. Das ist anstrengend, gar keine Frage, und hat mich auch viel Tränen und Schweiß gekostet. Aber mir war in diesem Moment so klar, ich darf das und ich möchte gerne das weitergeben und ich möchte, dass viel mehr Menschen das tun können, was sie lieben. Also nicht alle sollen Coach werden, ne? Aber halt das, wo man, ich glaube, jeder hat so seine Berufung. Und diese zu erkennen und der dann auch nachzugehen. Und da gibt es ja etliche Hürden dann bei jedem von uns, gab es bei mir auch. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Ne? Also ich bin immer noch Unternehmerin, weil ich liebe das auch. Ich arbeite ganz klassisch bei uns am Unternehmen mit, weniger im Unternehmen. Für die, die es nicht wissen? Das ist die Infinitas und wir sind in der IT-Branche verwurzelt. Also schon seit 21 Jahren. Wir sind in dem Bereich Relationship Management unterwegs, also CRM-Systeme und auch Inbound-Marketing. Und das macht mir auch unheimlich viel Spaß, weil das Themen sind. Ich bin mit dem Computer unterm Arm quasi groß geworden damals. Ich habe meinen ersten Programmierkurs mit 8 Jahren gemacht. Und ich kann das herrlich, ja, es war damals Basic. Das war total spannend, weiß ich noch. Ich war echt die Jüngste und es gibt auch, ich habe sogar witzigerweise hier auf meinem Schreibtisch, warte mal, das hole ich gerade mal. Das habe ich noch nie jemandem gezeigt. steht auf meinem Schreibtisch. Also in Premiere, das war ich mit 8 Jahren vor einem Computer. Nee, war süß. Ja, ja, ne? Und ich fand das schon immer total spannend und lustig, so wie so ein, Nerd, ne? Mit so Strickpulli und Brille und so. Aber ich habe das geliebt und ich kann heute wirklich, kann das verbinden. Ich kann dieses Unternehmertum leben und ich werde auch mein Coaching-Business als Unternehmer, als Unternehmen ausbauen. Mhm. Bis jetzt empfinde ich mich selber eher als selbstständig in dem Bereich. Ich habe zwar mittlerweile Menschen, die mich dabei unterstützen, die mir Sachen abnehmen, die einfach, ja, die besser können als ich auch, ne? Und ich tue das, was ich am besten kann. Aber ich würde da noch nicht von einem Unternehmen reden. Also das ist, fände ich, es tun ja viele, sagen, sie wären Unternehmer. Sind aber aus meiner Sicht Selbstständige. Ich will das gar nicht abwerten. Also es ist nicht abwertend so, nee, aber ist auch, es ist einfach was anderes. Es ist nicht also besser und nicht schlechter. Ich habe es, glaube ich, auch eine Zeit lang falsch benutzt. Wobei ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob das nicht ein bisschen mutiert ist von der Begrifflichkeit her, dass man das, also das, so, ich schreibe doch jetzt dieses Buch über die Irrtümer bei Trennungen und Scheidungen. Also manche Sachen werden einfach so verbreitet und dann denken die Leute, das ist richtig so. Ja, ja. Ist auch, ich finde auch, eigentlich ist in Anführungsstrichen eben egal, wie man das Kind nennt. Wichtig ist, richtig, was man dem selber für eine Bedeutung gibt.
Ne? So, und ja, also wenn man mit dem Begriff selbstständig das Gefühl hat, man wertet sich dadurch ab und man wird in der Öffentlichkeit abgewertet, dann soll man sich Unternehmer nennen. Alles gut. Ja. Alles gut, ne? So. Ich finde, genau, es gibt ja so viele Bullshit-Wörter, sage ich mal, die echt verbrannt sind. Und bestes Beispiel immer finde ich das Wort Problem. Das darf man ja gar nicht mehr benutzen. Ja, also man muss ja immer von Herausforderungen sprechen, wo ich denke, ja, mein Gott, also muss ich mich jetzt jedes Mal erklären, wenn ich sage, ich habe ein Problem, ich werte das, aber ich finde es gar nicht so schlimm, ich gucke trotzdem in Richtung Lösung. Ne? Also, gibt's eigentlich auch, wie man Probleme ausspricht. Ja. Ja, ja, genau. Und das ist doch viel wichtiger, oder? Das ist doch viel wichtiger zu erkennen, welche Emotion geht mit diesem Wort einher. So. Ja, genau. Ja, ja, so. Und genau, long story short, so bin ich Coach geworden. Also, ja, die Verbindung fand ich jetzt total süß, weil ich habe auf der CeBIT in Hannover, schlag mich tot, 1988 oder so. Ja. meinen ersten IBM gekauft. Ah, siehst du? Genau. Ja, das ist ja für mich immer Heimspiel. Der hatte auch so ein Format. Diesen Ding. Ja, und mein Vater, das war auch so süß, weil ich ja auch in zweiter Generation, ne? Dann bin ich also mit dem Ding da angeschleppt, beziehungsweise kurz nach der CeBIT kam das dann. Und dann stand er bei mir im Büro. Mein Vater sagte so, oh, jetzt bin ich froh, dass ich das nicht mehr lernen muss. Also die war damals 60 oder kurz danach. Also jetzt hier so, ne? War total süß. Und das habe ich bei verschiedenen Sachen, habe ich das in den letzten Jahren auch gesagt. Und ganz humorvoll dann jetzt ziemlich oft in letzter Zeit gesagt, okay, ich mach's doch. Ja. Also ich muss gar nicht schreiben. Ich bin schockiert, wenn du mir jetzt was anderes erzählen würdest. Da habe ich halt, wie gesagt, einen ganz anderen Eindruck von dir. Ja. Ohne ins Detail zu gehen, würde ich jetzt eigentlich am liebsten fragen, gibt es irgendetwas, was du nicht machst? Aber ganz viel. Ja, aber nicht machen, weil du sagst, ich mach's nicht, ich bin schon zu alt dafür oder so irgendwas, weil das gibt es, glaube ich, nicht. Nee. Wenn du es nicht machst, einfach da aus der Motivation heraus, will ich nicht. Punkt. Richtig. Also, ja, alles andere würde mich sehr überraschen bei dir. Das stimmt schon, ja. Nee, also ich meine, wir sind ja auch hier, um möglichst viel vom Angebot auf dieser wunderbaren Erde wahrzunehmen. Und, definitiv. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Sichtweise auf Geld geändert. Früher habe ich gesagt, das brauche ich nicht so. Ne? Also ich bin noch da, aber noch mehr brauche ich nicht. Und das habe ich jetzt geändert, weil ich denke, nee, also wenn ich hier richtig Spuren hinterlassen will, dann brauche ich auch richtig Geld. Definitiv, bin ich bei dir. Das geht ja in heutiger Zeit, das ist ja alles nicht mehr so wie früher. Also wenn nicht mehr Zeit gegen Geld getauscht wird, nur, dann geht das ja alles. Da muss man ja nur nützlich sein. Läuft. Genau, ja, bin ich bei dir. Jetzt bist du also auch Unternehmerin. Du bist auch, das haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen abgeklopft, du wirst mir vielleicht nochmal zur Verfügung stehen, wenn das harmonisch gemeinsam entschieden wird im Hause Niemeyer. Ganz sicher dann, sogar. Dann kann ich dich auch nochmal interviewen dafür, dass du eben mit deinem Mann eine harmonische Ehe führst und ein blühendes Unternehmen. Denn diese Kombination beruht, glaube ich, auch auf verschiedenen Geheimnisträgern, die dem einen ist es bewusst, dem anderen ist es nicht bewusst, aber ich glaube, das kann man podcastig auch gut aufbereiten, um andere Leute noch auf andere Ideen zu bringen und zu unterstützen. Ja. Also, definitiv. Uns ist es auch nicht in den Schoß gefallen. Das ist harte Arbeit, jahrzehntelange harte Arbeit. Und ich habe mir auch selber irgendwann den Zahn gezogen, das hört nicht auf. Sehr interessant. Eine Beziehung ist ein bisschen wie ein Flugzeug, finde ich. Ne? Also es gilt für alle Beziehungen, nicht nur für partnerschaftliche Beziehungen und Ehen, sondern für alle Beziehungen. Es ist für mich wie ein Flugzeug. Ne? Wenn du es erstmal oben hast, ist das eine schicke Sache. Aber wenn du dann nicht weiter Sprit dazufügst und dran arbeitest und auf den Kurs auch guckst, dann... Wie schön ist das denn? Das ist... Genau das, die Leute lernen hier bei mir, wie Beziehung wertschätzend auseinandergeht. Bei der Gelegenheit lernen sie, was sie beim nächsten Mal besser machen können. Aber
Wenn du daran nicht arbeitest, dann ist es nach 5 Jahren wieder weg. Dann bist du wieder genau da, wo du vorher warst. Genau. Nicht genau da, aber so eine Nebenspur. Das ist aber tatsächlich auch etwas, was ich auch erst letztes Jahr so glasklar gesehen hatte. Denn ich bin eine Vertreterin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Vielleicht war es ja früher bei dir auch so. Denn wir durchlaufen ja verschiedene Phasen. Also nach Abitur, da war Führerschein, Abitur und dann ein paar Jahre später noch das Referendarexamen. Und dann wusste ich, naja, 3 Jahre später kommt dann noch mal das Assessorexamen. Aber dann habe ich mir gesagt, das habe ich laut überall gesagt, dann mache ich nie wieder im Leben eine Prüfung. Also bin mir relativ sicher, dass das nicht funktioniert hat. Nee, das hat nicht funktioniert, aber es hat eine Weile gedauert. Also ich brauchte echt so eine, weil ich das völlig falsch angegangen bin, beziehungsweise weil das System mit diesen Prüfungen so dämlich war. Ja. Also ja. Mittlerweile bin ich lernhungrig, aber nicht unbedingt prüfungsgeil. Ja, spannend. Spannende Unterscheidung, ja. Das würde ich für mich sogar in der Tat genau so unterschreiben. Ich bin ein Lernjunkie. Ja. Ich brauche das einfach. Mhm. Prüfung geht so. Also komme ich mittlerweile. Weil ich aber auch, verändert, aber es ist nicht so, dass ich morgens dann aufstehe und schreie, hurra, yeah, endlich eine Prüfung. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir das hier in Deutschland übertreiben. Also du musst nicht ein Papier haben. Ich habe jetzt tatsächlich in dieser Coaching- und so weiter Schiene nur mein Hypnosepapier. Ansonsten habe ich ja gar kein Papier. Ich habe die Sachen alle für mich gemacht, aber nicht irgendwelche Prüfungen gemacht, ne? Und auch nicht alle. Ja. Ich habe auch nicht so NLP 1, 2, 3 und so. Habe ich gar nicht. Aber ich weiß es. Und genau. Das sollte eigentlich reichen. Ja. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht halt als Coach, dass es manchen extrem wichtig ist, dass da so ein Zertifikat an der Wand hängt. Das gibt ihnen einfach Sicherheit. Und das fand ich aber auch ein ganz spannender Prozess, dass es doch Menschen gibt, für denen das Sicherheit gibt, dass ich zertifiziert bin. So. Ja, das ist ja das Thema Sicherheit, da können wir ja auch schon ein Interview drüber machen. Von der Stunde, ja, oder? Genau, definitiv. So 2-3 Stunden oder mehr. Das ist auch nett, ne? Aber das sind, glaube ich, lauter so Sachen. Deswegen freue ich mich auch auf diese Interviewreihe mit den Unternehmerpaaren. Alles hat seine Zeit. Und definitiv. Das ist so wie bei Äpfeln, bei wachsendem Rasen, wie auch immer. Zwischendurch knallt man eine Ausnahme rein, aber in der Regel ist es so, dass man die Dinge nicht beschleunigen kann. Gas wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht. Ja, oder der Apfel schmeckt nicht besser, wenn ich den früher ernte. Der sieht zwar schick aus, aber der schmeckt nicht. Nee. Oh, jetzt machst du mir gleich so, ne? Ja, gut. Gleich so ein saures Gefühl im Mund. So soll es doch auch sein. Ja. Hast du jetzt, gab es irgendwelche besonderen positiven Erkenntnisse aus den letzten Monaten? Wie hast du das erlebt? Oh ja, ich würde jetzt sagen, sogar einige, wirklich einige. Jetzt muss ich mir immer überlegen, also weil es ist schon so normal geworden für mich auch, weil ich halt, glaube ich, relativ. Ich muss jetzt echt nachdenken, um negative Sachen ranzuholen für mich, weil ich meinen Fokus immer dahin lenke, wo es positiv ist. Deswegen fallen mir dann auch die negativen. Also positiv zum Beispiel fällt mir sofort spontan ein, weil wir jetzt auch Mittagszeit gleich haben. Mein Mann und ich, wir sind seit Februar im Homeoffice, weil wir beide sehr krank waren im Februar und waren dann halt auch wirklich 3 Wochen haben wir flach gelegen. Aber wir sind halt im Prinzip schon seit 5 Monaten hier zu 4 zu Hause. Also ich habe ja eine Tochter, die ist 18, mein Sohn ist 21 und im Prinzip sind wir seit Mitte Februar, der Jonas, also mein Sohn war auch sehr krank im Februar und meine Tochter dann später auch, war auch Homeschooling angesagt, sind wir zu Hause. Und was ich jetzt als einziges wollte, ist gleich Mittagszeit und wir essen sonst sehr selten zusammen, also als Viererkombi sehr selten zusammen gemeinsam irgendeine Mahlzeit. Ne? Das fängt bei uns schon morgens an, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen müssen und Abendessen gemeinsam. Also 3 ist toll, 4 ist ganz selten und wir alle essen sehr gern miteinander, sind also auch gern miteinander zusammen. Und so essen wir seit fast 5 Monaten in der Regel zusammen Mittag. Und das zum Beispiel finde ich eine ganz schöne Erfahrung. Auch die Erfahrung zu 4, wir sind ja noch 4 Erwachsene auch, zusammen zu sein, mehr oder weniger den ganzen Tag, sich dazu arrangieren, ne? Wer arbeitet wo,
Ja, und das sind so Sachen, die empfinde ich sehr, als sehr, sehr wertvoll. Einfach was den Bereich Familie angeht zum Beispiel. Was das Arbeiten angeht, bei mir war es vorher schon so, dass ich viel online gecoacht habe. Also ich sag mal so 80% bin ich online unterwegs, 20% kommen hier nach Hannover. Ich habe auch meine gesamten Coaches hier in Hannover oder kommen dann auch aus der Region Hamburg und nach unten, was Göttingen und so. Ich habe sie alle online bekommen und darf mich an der Stelle zu den glücklichen Gewinnern dieser, was das Business angeht, dieser Krise. Ich hatte auch Bedenken, klappt das so? Wie geht das jetzt weiter? Es hat sich das Gegenteil herausgekehrt. Und für unser IT-Business ist genau das Gleiche passiert. Ich habe das vorhin erzählt, wir sind fast 30 Mitarbeiter. Wir waren in der Lage, aufgrund zum Glück erfahrener IT, sofort von jetzt auf gleich alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken zu lassen, zu können. Und wir machen, ich habe da auch so eine ganz positive Erfahrung, auch das Zwischenmenschliche funktioniert, auch im Business, obwohl man vor der Kamera sitzt. Ja. Ich habe mit meinem Team montags und freitags einen sogenannten Wake-up-Call, wo wir eine Viertelstunde uns treffen, aber einfach nur privat quatschen. Wie war dein Wochenende? Was steht an fürs Wochenende? Wie geht's dir? Was hast du für Herausforderungen? Was war schön diese Woche? Das machen wir mit allen Mitarbeitern alle 2 Wochen. Ein sogenanntes Blitzlicht machen wir da, wo nicht nur wir als Geschäftsführung bekannt geben, was ist jetzt gerade passiert. Gerade am Anfang der Krise haben wir wirklich informiert, wie sieht's aus, Kurzarbeit, all solche Sachen. Was leiten wir für Maßnahmen ein, um auch Sicherheit wieder zu vermitteln? Aber auch die Mitarbeiter konnten sagen, das ist jetzt blöd oder das läuft nicht gut oder das läuft besonders gut. Und dann hat aus Reihen einer Mitarbeiter, großartig, ich möchte lieber sagen Kollegen, ich sehe sie mehr als Kollegen, die Idee gehabt, eine gemeinsame virtuelle Mittagspause einzuführen. Die war komplett freiwillig, findet, glaube ich, bis heute von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr statt, wo die Kollegen sich mit ihrem Mittagessen vor ihren Rechner setzen. Und dann wird gequatscht beim Essen. Wie bei uns in der wir haben eine Küche bei uns im Büro halt, wie wir es vorher gemacht haben. Also, und ich finde das einfach total spannend, dass auch dieses Zwischenmenschliche, klar, es ist schöner, jemanden mal in den Arm zu nehmen und zu drücken, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ne? Also, ich bin ja eh so ein Mensch, ich sage immer, ich muss ja mal alle anfassen, ne? aber es geht auch anders, es geht auch anders. Also, es fällt halt nicht, es ist halt keine Schwarz- oder Weiß-Nummer, sondern es gibt etwas dazwischen. Und sowohl im Business als auch im Privatleben habe ich festgestellt, dass Menschen, die vorher gar nicht vor die Kamera gegangen sind, auch das gelernt haben. Das finde ich auch total schön. Ja. Also durch alle Altersstufen hinweg. So. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die gesagt haben, also das kann ich nicht so mit der Kamera oder ich brauche die persönliche Energie, die haben gemerkt, was das für ein Quatsch ist. Weil das finde ich so, ich bin ja Vertreter von Wir sind alle eins und so, ne? Und finde es total geil, wenn ich dann nachts um 3 wach werde und aufs Klo muss, weil und am nächsten Morgen um 11 Uhr steht mein Sohn vor der Tür und sagt, ich hatte mal Lust, nach Hause zu kommen. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden und losgefahren und ich bin so, ja, geil. Ja, dann weißt du, warum du wach geworden bist, ne? Ja. Und diese Verbindung, die spürt man auch bei diesen Videokonferenzen und sowas. Man spürt die Energie von den Menschen. Auch beim Podcast spürt man ja, wie einer drauf ist. Also, definitiv. Ohne ihn zu sehen, nur über die Stimme. Ja. Ja, bin ich absolut bei dir. Genau. Und das hat sich einfach nochmal, ich wusste das sicherlich vorher, aber es hat sich jetzt nochmal so in echt, in der echten Welt nochmal richtig bewiesen, vermehrt. Und ja, ich könnte dir bestimmt noch stundenlang weiter erzählen, was ich einfach als positiv empfinde. Also das fängt an mit, dass ich ganz anders meinen Tag auch nochmal plane. Ich bin sehr strukturiert, aber zum Beispiel das Thema Einkaufen war bei mir immer so eine kleine Schwachstelle. Ich gehörte nicht mehr und ich denke, über einen Zeitraum von 4-5 Monaten hat sich das auch jetzt eingeschliffen, zu denjenigen, die gerne mal jeden Tag schnell das kaufen, was sie gerade brauchen. Ja. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie viel Zeit man dadurch verliert. Ne? So, ja. Und durch Corona, gerade in der Anfangsphase, habe ich mich dann endlich mal diszipliniert, Wochenpläne zu schreiben, was wir für die ganze Woche brauchen. Ne? Und das zum Beispiel finde ich total, was ich für Zeit spare, dadurch, dass ich halt, oder schicke dann meine Tochter oder auch mein Mann geht dann mal, ist bei uns nicht klassisch verteilt, was das für Zeit spart, das ist total also, klasse. Thema Einkaufen, glaube ich, auch eine interessante Lösung. Ich wollte das überhaupt nicht so mit Maske und, also ich kaufe gerne ein. Und das geht dann nicht. Ne? So, an der Fleischtheke mich unterhalten und alles sowas. Ich habe dann erstmal Heilfasten gemacht. Das war eine krasse Lösung. Ja, aber auch eine, ne? Also auch
Also ich habe viele Dinge angepackt in dieser Zeit, die ich sonst nach hinten geschoben hätte, zumindest am Anfang. Mittlerweile denke ich ganz oft, irgendwie sind die Tage kürzer geworden seit Corona. Also ich habe jetzt beim Universum Antrag auf 48 Stunden pro Tag laufen. Das ist noch nicht durch. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt gut ist. Aber ich habe das ganz oft das Gefühl, ich stehe morgens auf und ich bin ja ein Frühaufsteher und dann drehe ich mich zweimal um und dann sagt meine Uhr irgendwie 20 Uhr irgendwas. Also das ist auch total interessant. Vom Gefühl her hatte ich das vor 8 Jahren oder so mal. Da habe ich auch, da weiß ich auch noch, da habe ich verschiedene Situationen im Kopf, wo ich sage, ich wünschte, der Tag hätte 48 Stunden, die könnte ich ohne Probleme füllen. Und dann habe ich mich so langsam dahin gearbeitet, dass ich das nicht mehr sage. Und in den letzten Monaten erwische ich mich tatsächlich, obwohl ich, das ist hier alles tiefenentspannt, aber ich bin so neugierig geworden auf diese neuen Sachen, die da jetzt alle gehen. Und dann hat der Tag immer noch 24 Stunden. Das reicht jetzt wieder nicht. Ja, und ja, und so geht mir das halt auch. Es gibt so viele schöne Dinge auch, die, also da, wenn ich sage, der Tag sollte 48 Stunden haben, dann liegt das unter anderem daran, dass ich mir zum Beispiel angewöhnt habe, vermehrt Yoga jetzt auch zu machen. Also wirklich Achtsamkeit zu praktizieren oder einfach mal meinem Sohn eine Runde Fahrrad zu fahren. Also es ist nicht nur bitte mehr Zeit, um zu arbeiten, sondern eigentlich sogar, und da streichen wir es eigentlich mal direkt wieder, mehr Zeit, um schöne Dinge zu tun. Das kann auch arbeiten sein, ne? Aber ja, und ja. Ich meine, bei diesen Sachen wie Achtsamkeit, Meditation und Yoga, in diese Zeit, die man da vermeintlich verbraucht, die spart man ja locker wieder ein, weil man wesentlich effektiver, effizienter und was weiß ich arbeitet. Ja, das geht mir auch. Und vor allen Dingen, also ich habe jetzt bei Martin Laschkolnik auch in der Zeit, hatte der auch angeboten, so einen Kurs mit Gelassenheit, mit THT, also es ist sowas wie EFT, gemacht. Total toll. Also auch so eine Online-Community, wo wir dann dreimal die Woche uns treffen, ein halbes Stündchen und mal hier so in uns gehen und die Energie fließen lassen. Ja. Super toll. Ja, ja, ja. Das ist schön. Also da ist man in der Zeit jetzt mein, hab das vorher schon auch gemacht, aber ist mein Blickwinkel hat sich geweitet, so würde ich es vielleicht beschreiben. Also wirklich auch mehr für die Dinge, die gut für mich sind. Ja, also sehr Meditation sowieso. Das merkte ich, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt in meinen Familiensachen. Wenn es dann noch so ein bisschen geruckelt hat bei so Sachen, die meinetwegen hier 2 Monate oder so schon im Coaching waren, aber es war noch nicht so durch, ne? Die sind aber ja dann, die haben dann aufeinander gehockt, ne? Ja. Mussten ja dann Lösungen für die Kinder finden, ne? Die waren ja dann auch noch da. Ja, ja. Also ich glaube auch, dass das für viele eine Herausforderung ist. Ja, aber da bin ich total stolz auf meine Mandanten, dadurch, dass die vorher hier gearbeitet haben, hat mich da echt keiner gebraucht. Ne? Also wir haben so Online-Sachen gemacht und dann auch ohne Probleme mit der anderen Seite, mit der vermeintlich anderen Seite, weil ich ja immer nur einen vertreten darf. Richtig toll. Also ich war so stolz auf meine Leute. Klasse. Weil ansonsten von den Kollegen und Kolleginnen habe ich gehört, wie die Sachen eskalieren und mit Gewalt und sowas. Und da dachte ich so, aha, meine Gott sei Dank nicht. Ja, ich glaube, dass es das auch viel gab jetzt oder gibt immer noch. Wir sind ja noch nicht durch. Ja, ja, gut. Aber da, also da bin ich auch froh, dass ich mich da abgeranzt habe. Das ist halt nicht mehr meine Welt. Ne? Dann ich in der Gestalt, dass ich also keinen mehr retten muss, sondern dass die auf dem Sprung sind zur Eigenverantwortung dann hier auflaufen. Ne? Ja. Ja, das habe ich auch losgelassen. Deswegen habe ich gerade gelacht. Ich habe auch mal eine Zeit lang geglaubt, ich müsste die ganze Welt retten. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, auch alle irgendwann gehabt. Das ist wie mit den Äpfeln und mit dem Rasen. Ne? Das hat alles seine Zeit. Das genau. Auch das Interessante, wo ich das Buch jetzt schreibe, mit dem, da hatte eine in dem Chat geschrieben, in der Buchgruppe, wenn es um Trennung geht, wie oft soll ich mich denn trennen nach deiner Vorstellung? Weil wenn es um die Fehler bei Trennungen geht, wie oft soll ich mich denn trennen nach meiner Vorstellung? Das war eine interessante Sichtweise. Ja, da habe ich auch gesagt. Also weißt du, ich habe mich schon tausende Mal im Leben von was getrennt. Genau, es geht ja nicht nur um Beziehungen, ne? Nein. So, ja. Also ich habe so das Gefühl, so mit 60 jetzt, es ist alles das Gleiche. In jedem Bereich vom Lebensrad oder ob es Trennung ist, jedes Thema, du kannst alles
was du irgendwo mal gelernt hast, kannst du irgendwo verwenden. Definitiv, ja, sehe ich auch so. Ja, muss man ein bisschen Fantasie auch haben, ein bisschen kreativ sein, dann hat man auch per se schon die Mittel, die man braucht, um etwas in einem ganz anderen Bereich dann umzuverwandeln. Braucht man eigentlich, sage ich meinen Coaches auch immer, die Antwort, die Lösung ist schon in dir. Das heißt, du hast das Verhalten, alles was du dazu brauchst, hast du schon mal irgendwo anders angewendet. Die Kunst ist es halt, das zu erkennen und dann auch rauszukitzeln, was ist es denn, ne? Was und so, und dann auszuprobieren. Pack einfach machen. Und deswegen habe ich, ich habe ja da noch ein, also ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber das ist wichtig. Ist auch legitim. Ich habe mir dann so ein Bonuskapitel noch gemacht. Wie finde ich denn den richtigen Anwalt für mich? Ja. Und da ist der Ansatz, mein Ansatz, wie immer im Leben, indem du erstmal dich selber richtig kennenlernst. Denn je besser ich mich selber kenne, desto besser kriege ich alle Aufgaben gelöst. Wie ich den richtigen Anwalt finde, so finde ich auch den richtigen Arzt, die richtige Friseuse. Alles. So, und jetzt wieder die Frage, wie oft soll ich mich denn trennen? Dieses Buch ist für jeden. Ja, schön, ist auch schön. Das ist auch eine wichtige Info, ne? Ich denke, das mit dem, dass es sich übertragen lässt, das ist nicht jedem bewusst. Ja. Und das ist die Essenz von diesem Buch. Ne? Das ist genauso wie die Essenz von dem anderen Buch war, ich kann alles entscheiden. Mhm. Nichts passiert mir und ich mache nichts irgendwie. Nein, ich kann alles entscheiden und ich ist auch alles schon, ne? Sehr schön. Schön, sehr schön. Hast du irgendein, brütest du an irgendetwas? Das frage ich immer gerne. Ja, ich brüte in der Tat an etwas. Aber gut, du fragst es immer gerne. Ne? Ich fühle mich gerade so ein bisschen erwischt. Ich bin in der Tat dabei, bei mir für mich echt, ich hab mal einen Online-Kurs schon mal gehabt. Der ist mir auch wieder sozusagen passiert. Die Story dazu erzähle ich jetzt nicht, aber ich bin dabei, den wirklich umzubauen, sowohl als begleitetes Programm, also Begleitung durch mich, als auch als Selbstlerner, weil ich echt festgestellt habe, dass es auch hier wieder, ne, die Welt ist bunt, Menschen gibt, die können solche Prozesse besser alleine durchlaufen. Also es geht um Mut. Mut zum Handeln, ne? Also mein Thema ist es ja wirklich, eine Entscheidung zu treffen, ins Handeln zu kommen und dann auch dran zu bleiben. Mhm. Und da brüte ich an dem Kurs, beziehungsweise ist der ja so schon, ich sag mal, wirklich fertig. Ich neige so ein bisschen zum Perfektionismus. Aber woran ich jetzt da definitiv, was gehört für mich auch dazu, brüte, ist der Launch. Und ich kann ja, ich weiß gar nicht, wann strahlst du es aus, ob es noch in den Rahmen fällt. Ich werde Mitte August, muss ich überlegen, ich glaube am 10. August eine Challenge machen. Von mir kennt man ja schon die Blamiere dich täglich Challenge, die auf Facebook gelaufen ist. Ja, ja, genau. Ist ja berühmt-berüchtigt, muss ich sagen. Und ich neige aber, ich glaube, das ist so ein Unternehmerding auch. Ich neige dazu, ich mag nicht immer alles gleich machen und immer wieder machen. Das langweilt mich dann schnell mal. Mhm. Aber das Thema ist so gut und so wirksam, also aus eigener Erfahrung, dass ich es jetzt einfach mal auf Instagram machen werde. Also ich werde die Blamiere dich täglich Challenge auf Instagram machen. Ich glaube, 10. August wirklich ist das Datum. Und weil ich denke, das ist einfach mal spannender, sich da nochmal auszuprobieren. Es geht halt auch viel darum, sich zu zeigen. Das ist ja, denke ich, ein Problem von vielen selbstständigen Unternehmern oder auch überhaupt von Menschen ganz allgemein, in die Sichtbarkeit zu gehen, authentisch zu sein, rauszugehen. Und ich probiere es einfach mal aus. Ne? Auch hier wieder Fuck einfach machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin sehr gerne selber auf Instagram unterwegs, weil ich da die Stimmung im Augenblick sehr gerne mag. Der Austausch, das Feedback ist sehr, empfinde ich zumindest so, sehr wertschätzend. Mhm. Ich habe da viel Spaß dabei. Und genau. Und das gehört aber zu dem dazu, dass es hinterher diesen Mutkurs geben wird. Okay, also ich bin da ja total flexibel hier mit meinem Podcast. Ich mache hier meine Interviews so, wie ich Lust habe und so. Wenn du sagst, das passt in deinen Lounge, dann sag mir, wann ich das ausstrahlen soll. Ja, also nur wenn, ne? Nur wenn. Also ich mache das, am 10.8. Warte mal. Ja, dann machst du mir einfach den Text fertig, den du gerne in die Shownotes haben möchtest. Generell, ja, cool. Auch zu dir und, ne? Ja. Und dann schreibst du mir da rein und das soll bitte dann und dann kommen. Ja, weil ich will es einfach mal ausprobieren, weil in der Facebook-Challenge hat es so tolle Ergebnisse gebracht. Ne? Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, meine Mission ist es wirklich, Menschen ins Handeln zu bringen, damit sie dann ihren Spuren folgen können, ihren eigenen Spuren. Ja, kannst du das, weil ich, Instagram ist überhaupt nicht meins, weil ich ja auch noch eine Augenbaustelle habe, nicht wahr? Ja.
denn die Julia hat das gestern auch so schön gemacht. Die hat dann alles verinstagrammt. Das mache ich eigentlich gar nicht. Ich mache das immer, ich mache nur noch. Man muss auch nicht, finde ich, alle Plattformen bespielen. Also da bin ich auch aber überhaupt gar kein Fan von. Wenn wir dann so einen. Das ist so eine schöne Stimmung. Win-Win-Deal machen. Ja, ja, klar. Aber. Ja, so. Ja. Ja, aber da kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass deine Sachen da auch ein bisschen, dass ich die gerne da ein bisschen, ich kann ja auch Sachen, die ich bei Facebook gesehen habe, da teilen. Geht ja auch. Also, gerne. Ich bin ja ein Fan von gemeinsam stark. Ja, sowieso. Ich meine, nur das funktioniert. Immer. Ja, darauf brüte ich halt gerade rum, ne? Also, weil ich, also ich habe ja auch meinen Podcast, haben wir ja vorhin erwähnt, und auch der, da ist die Motivation, möglichst viele Menschen zu erreichen, damit sie das Wissen, was ich mir lernen durfte, wie sagt man, aneignen durfte, habe ich so dieses tiefe Gefühl in mir, ich steht ja auch hier auf meinem Schreibtisch auch wieder, ne? Ich bin ein Glückskind. Das fängt damit an, dass ich hier in Deutschland geboren wurde und alles lernen kann und darf, was ich möchte. Und das ist ein Privileg, das ist purer Luxus, das empfinde ich so. Und empfinde deswegen auch so eine Art kleine Verpflichtung. Das ist aber, fühlt sich nicht schlecht an. Aber ich möchte es weitergeben. Deswegen habe ich ja diesen Podcast unter anderem gestartet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, die das hören. Und vielleicht, ich sage mal, wenn es einen einzigen, wenn er das hört und sagt, okay, cool, hier mache ich mal was, dann ist es das schon wert gewesen. Ja, das ist immer so mein Antreiber. Das ist mein Antreiber für alles. Ja. Möglichst viele dazu zu befähigen, ein bisschen glücklicher zu sein. Hört sich sehr kitschig an, weiß ich, aber ja, so bin ich unterwegs. Ja, es ist auch einfach dieses, was du ausstrahlst, das ist ja dann auch was, was ich, ob wie Magnet oder sonst wie, das pflanzt sich ja dann fort. Das kommt hinzu, also, ja. Das kommt zurück und das kommt woanders her zurück. Und also das, ja. diese Soße, wir sind alle eins, das ist so. Und deswegen ist es so wichtig. Ich finde das immer so schrecklich, wenn Leute sagen, ja, ich kann ja nichts bewegen, ich bin ja nur ein kleines Rädchen. Ja, wenn die alle wegfallen, die kleinen Rädchen, dann sieht es aber böse aus. Definitiv. Ich meine, mein Mantra ist immer, ich bin ein Teil von allem und alles ist ein Teil von mir. Ja, genau. Und das so funktioniert es auch. Und genau wie du sagst, es kommt zurück. Das kann ich zu 100% bestätigen. Da meckert jemand, dauert zu lange. Ich hab da einen Wecker gestellt, weißt du? Nur Wecker. Nee. So einen Wecker kriege ich demnächst auch. Ich kriege am 1.8. zieht ein neuer Mitbewohner bei uns hier ein. Ja. Ein Welpe. Und dann habe ich auch so einen Wecker. Super. Ja, der ist ja in den ersten Wochen, wenn es tatsächlich ein Welpe ist, ist der in den ersten Wochen ja richtig aktiv. Back to the roots, würde ich sagen. Aber ich meine, wenn ihr dann noch zu viert seid, dann geht es ja. Weil ich erinnere mich noch, also es werden ja jetzt fast 5 Jahre schon, das begreift man ja auch nicht, aber gut. da habe ich noch gedacht, Mensch, das wird aber vielleicht dann doch der letzte Hund gewesen sein, weil da habe ich das nicht mehr wie bei dem vorher, so auf der Arschbacke abgesessen, so 3 Mal raus. Was soll ich sagen? Wir sind nicht mehr 20. Also ich spoilere das ungern, auch wenn jetzt deine Zuhörer wahrscheinlich etwas total anderes vermuten. Wir sagen es jetzt einfach mal ganz ehrlich, wir sind nicht mehr 20. Hallo. Wir sind jetzt schon 29 und dann nimmt man das halt nicht mehr so leicht weg. Nee, ist mir schon klar. Ich höre zum Glück, wir sind ja zum Glück zu viert. Ja. Wir können uns die Nachtschichten teilen. Ja, okay. Und was habt ihr euch da ausgeguckt? Ein zwergrauer Dackel. Ganz andere Richtung. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher eine Briard-Hündin gehabt mit der Schulterhöhe von 64 Zentimetern. Ja. Er wird Merlin heißen. Unser Merlin, wenn er ausgewachsen ist, wird er so 5-6 Kilo haben. Also Schulterhöhe vermutlich wie so ein Stift, ne? Also vielleicht ein bisschen höher. Aber ein ganz kleines Modell. Ja, okay. Ja, da habe ich immer, also ich meine, ich werde nicht aufgeben, denke ich mal, weil ich habe ja immer 2, ne? Die letzten 20 Jahre habe ich immer 2 und dadurch, dass die dann jeweils niemals, wenn sie klein waren, alleine waren, geht immer die Welt unter, wenn der andere geht. Ja, das ist auch. Beim letzten Mal habe ich versucht, dann nur den einen, weil ich dann zu der Zeit auch alleine war. Und dann dachte ich, ja super, die kannst du überall mit hinnehmen, musst du einen Vortrag halten, die verschwindet da unterm Tisch, alles super. aber leider kam die hier unterm Tisch nicht mehr raus, vor lauter Zeit. In der Theorie ist das sehr schön. Das ist so, wie viele werdende Mütter auch glauben, das wird ganz easy. Dann nehme ich das Kind mit, das liegt ja dann am Anfang im Maxi-Cosi und das wird alles easy. Das mag funktionieren bei einigen Kindern, aber es ist halt völlig unberechenbar. Und dann geht es halt auch mal nicht, was ja auch schön ist. Ne? Bisschen Unberechenbarkeit im Leben, ich brauche das. Und dann sind wir auch wieder bei dem Obersatz, alles hat seine Zeit. Ja, genau, das ist das Thema. Ne? Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt, aber das ist jetzt ich auch nicht. Und
ich kann jetzt auch nicht sagen, ich packe jetzt noch irgendwie ein neues Thema an, ich wüsste jetzt nicht. Das machen wir aber irgendwann anders nochmal. Also ich glaube, ne? Uns fällt immer was ein, wo wir sammeln können. Ohne Zweifel, aber das war jetzt richtig schön rund. Ja. Auch wieder so die herrlich, wie die Sachen immer so aufploppen und dann ploppen die Lofer auf und hier und... Genau. Genau. Ich freue mich sehr, wenn ich dich das nächste Mal in echt sehen darf. Ja. Kriegen wir hin. Aber das passiert ja, bin ich mir sicher. Da müssen wir uns auch nicht verabreden. Nein. Wie oft wir uns schon irgendwo gesehen haben, ne? Auf irgendeinem Event oder so. Ja, ich habe ja auch warme Verbindungen nach Hannover, weil mein Ex aus Hannover war. Ich kannte das vorher gar nicht. Und also insofern bin ich da auch immer gerne. Und Sag Bescheid. An was für ein Ende bist du da? Also ich wohne ja am Stadtrand. Ich bin ja so ein Landei mittlerweile. Wir wohnen in den, was ist denn das? Südwesten wohnen wir. Hornberg also ist. Quasi schon, ja, quasi deine Richtung. Ja, genau. Wir wohnen aber direkt am Stadtrand. Also ich fahre nach Hannover rein, eine halbe Stunde. Ist echt genial. Und wenn ich dann einen Feierabend mache, also jetzt im Augenblick nicht, aber dann ist für mich immer das Überqueren der, also aus Hannover raus, ist dann für mich auch dieses Zeichen so, okay, jetzt ist Landleben angesagt. Bei uns sagen sich Hase und Igel, gute Nacht. 1000 Einwohnerdorf und das ist ja, dann ist ja Anna nicht weit von dir. Doch, Anna wohnt genau auf der anderen Seite. Okay, aber genau so außen. Ja, aber Anna wohnt wirklich genau auf der anderen Seite. Die wohnt dann im Nordosten. Ja. Und Anna und ich haben es noch nicht geschafft, uns hier zu treffen. Wir Nein? Sind auch, ja, aber es ist doch ganz oft so, wenn man nah beieinander wohnt, dann wird es nichts. Ja, die war auch schon 5-mal in Bonn, wo sie ja, oder Köln. Ja. Und wir haben es auch nicht geschafft. Also. Nee, das ist irgendwie, aber das ist so der Fluch, weil wir halt auch so gut online können. Dann ist das gar nicht oft so notwendig. Ne? So, also ich habe ja, auch viele. Das auch mit dem Dritten. Ja, das machen wir auch. Das machen wir. Haben wir ja auch schon gemacht. Also so ist ja nicht, ne? Ja, natürlich. Gut, Kerstin. Sehr schön. Auch diese Zeit kommt wieder für uns. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Bereitschaft und ich danke dir. Wenn ich euch dann noch im Doppelpack nochmal erwischen kann, da sagst du dann irgendwann im Herbst Piep und dann lassen wir das. Ja. Dann lassen wir das starten. Das Piep kann ich dir vermutlich schon heute Abend geben. Ich bin sehr sicher, dass mein Mann da auch gerne drüber spricht. Umso schöner. Sehr schön. Ja, ja ich sehr meine, wer in der glücklichen Beziehung, in der glücklichen Unternehmerbeziehung lebt und nicht drüber spricht, das ist ja dann auch wieder eine eigene Nummer. Das ist auch eine eigene Nummer. Und genau das zählt für mich, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Das ist ja wieder Wissen, was wir uns angeeignet haben. Oder, also kannst du mir glauben, wir haben auch harte Zeiten hinter uns. Was ich gerne weitergebe. Das heißt ja nicht, dass alle das annehmen müssen und unseren Weg leben müssen. Aber ich auch da wieder denke ich, Mensch, ich kann es anbieten, das hilft vielleicht dem einen oder anderen. Genau, ich sage zu den Mandanten auch immer, ich habe hier das Werkzeug auf dem Tablett, aber ob du mit dem Nagel und mit dem Hammer arbeitest oder mit der Zange und... Musst du schon selber rausfinden und dir selber auf die Finger kloppen. Genau. Sehr schön. Liebe Silvia, ich danke dir. Es war sehr, sehr nett, sehr unterhaltsam. Ich danke und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Das wünsche ich dir auch und allen Hörern auch. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Tschüss.